Hallo ihr Lieben, ich schließe jetzt mal an mein letztes Video an, weil ich nämlich ganz vergessen habe, die dritte Frage zu beantworten, die ich dort genannt habe. Und zwar ging es darum, wenn die Kinder aus dem Haus sind, weil das ja nun mal auch eine Veränderung ist. Und das hat mich oder erinnert mich daran an ein Gespräch, was ich mal mit einer Freundin meiner Mutter hatte, die nämlich gesagt hat, ja, also die ist halt so alt wie meine Mama auch und hat auch zwei Kinder, die dann halt eben gesagt hat, wie schwierig es für sie eigentlich war, als die Kinder das Haus verlassen haben oder ja, weil sie also auch die meiste Zeit für ihre Kinder da war, also halt zu Hause war und ihr dann eine Aufgabe quasi fehlte oder dass man halt das Gefühl hatte, nicht mehr gebraucht zu werden und man weiß nicht mehr, ja, was fange ich jetzt mit meiner Zeit an? Die Kinder sind weg und ja, keine Ahnung. Und wenn man vorher nicht schon so richtig sein eigenes Leben geführt hat, indem man, keine Ahnung, vielleicht eigene Hobbys hat, Sport oder vielleicht auch kreativ ist oder was, whatever, dann ist das für den einen oder anderen bestimmt schwierig, wenn man da total auf seine Kinder fixiert war und es irgendwie nichts großartig anderes gab. Genau. Also dadurch, dass die Kinder ja schon immer irgendwie... Also seitdem habe ich mich halt einfach mit dem Thema schon auseinandergesetzt. Das hat mich dann schon sehr beschäftigt, weil man macht ja immer wieder so Abnabelungsprozesse mit den Kindern durch. Ich habe ja drei Kinder und beim ersten und zweiten Kind ist es auch nicht so schwierig, aber beim dritten dann schon schwieriger, weil darunter ist dann kein Kind mehr. Irgendwie hält man sich, also ist man immer abgelenkt dadurch, weil man ja noch ein jüngeres Kind hat. Und ich denke... Die Kinder kommen in den Kindergarten, das ist ein Abnabelungsprozess, also irgendwie, wo man halt die Nabelschnur ein bisschen länger wird und die Kinder kommen in die Schule. In der weiterführenden Schule ist es ganz, oder wird es irgendwann ganz extrem, dann kommt die Pubertät dazu. Die Kinder wollen ihr eigenes Ding machen, hören nicht mehr darauf oder wollen nicht unbedingt mehr den Rat der Eltern haben oder finden alles scheiße, was die Eltern halt irgendwie für Ansichten haben oder... Ja, ihr kennt das wahrscheinlich alle selber, diejenigen, die Eltern sind oder die selber auch jung sind oder noch keine Kinder haben oder wie auch immer. Wir sind alle jung gewesen und wir sind alle in der Phase gewesen und ich weiß auch, ich habe früher zu meinen Eltern aufgesehen und ja, mein Vater war der Fels in der Brandung und alles, was er gesagt hat, das war gottesgleich quasi. Und wenn ich Angst oder Ängste hatte, konnte ich immer ihm das erzählen und er konnte sie mir immer nehmen. Heute ist das ein bisschen anders. Manchmal klappt das noch, aber manchmal halt auch nicht, weil ich schon selber irgendwie meine eigene Meinung habe, viel hinterfrage. Und ja, das kommt halt irgendwann mit dem Alter. Ich bin ja jetzt kein kleines Kind mehr, sondern selber eine gestandene Frau, ja, die selber drei Kinder hat, die auch schon groß sind. Und ich könnte quasi, also der Kevin wird jetzt nächsten Monat 23, ich könnte ja schon Oma sein. Naja, könnte ich vom Lenny auch, der jetzt... Oh, da ist das Handy abgestürzt. Moment, ich muss mal gerade hier... Real Life. So, das richtig machen. Genau. Was wollte ich sagen? Ja, genau. Und deswegen habe ich mich schon immer irgendwie ja, mit dem Thema schon auseinandergesetzt, aber... Tatsächlich, und das habe ich ja schon mal erzählt, als die Nena dann gegangen ist, war das schon sehr, sehr hart. Wenn man so ganz loslassen muss und auch bei Lenny fällt es mir schon halt auch schwer. Wir haben immer wieder Diskussionen gehabt deswegen, weil ich nicht mit allem einverstanden bin oder alles gut finde, was er so macht. Und man kriegt halt auch nicht mehr so viel mit. Ja, die treffen sich mit Leuten. Also viele Leute kennt man, aber viele Freunde kennt man halt eben nicht mehr, weil die sich draußen mit irgendwelchen Freunden treffen, woanders hingehen und neue Leute dazukommen. Zum Beispiel der Kevin, der wohnt jetzt schon seit, ja, der wohnt jetzt schon seit über 4 Jahren nicht mehr bei mir. Und ich kenne seine ganzen Freunde nicht mehr, die er in der Zeit kennengelernt hat. Also ja, jeder hat irgendwann sein eigenes Leben und man kennt noch so ein paar Leute, aber man kennt nicht mehr alle und man weiß nicht mehr, was machen die denn alle so und was treiben die so. Und ja, keine Ahnung, es ist schon irgendwie komisch, wenn man nicht mehr so ein großer Teil des Lebens der Kinder ist, wie das halt vorher einmal war.
Ja, da habe ich gerade, wie gesagt, nach Nena jetzt sehr dran zu knacken gehabt. Das hat mich ja, sehr mitgenommen. Also diejenigen, die Kinder haben, die kennen das bestimmt. Dann wünscht man sich immer mal auch Zeit für sich. Und wenn es nur eine Stunde ist, ja. Oder wie geil, das ist gerade diejenigen, die kleine Kinder haben, die wissen das, wenn man einfach sich ein heißes Bad nehmen kann, ohne dass einer hineinstürmt, ja. Oder dass man ganz in Ruhe essen kann oder wenn man krank ist. Also mir ging es jetzt die letzte Zeit richtig dreckig. Ich war krank, ich habe flach gelegen und habe nur gedacht, boah, wie geil ist das denn, dass ich keine kleinen Kinder mehr habe. Denn wenn man so richtig flach liegt und man kann sich eigentlich gar nicht so wirklich erlauben, richtig krank zu sein, weil man da kleine Kinder rumlaufen hat, dann ist das schon richtig scheiße. Also das, vor allen Dingen, wenn man nicht irgendwie eine Oma oder jemanden hat, der die Kinder dann abnehmen kann, das ist halt so, das stimmt, genau. Ja, was wollte ich noch sagen? Genau, und das ist eine sehr schwierige Zeit und man wächst natürlich mit seinen Aufgaben und das ist alles gut und schön. Und das sind einfach jetzt Sachen, die man oder die ich mir immer wieder vor Augen halte. Ich versuche einfach das Positive zu sehen. Sascha und ich, wir sind jetzt schon ja, seit 3,5 Jahren zusammen und es ist für uns eine andere Erfahrung, das, was man schon lange halt eben nicht mehr gelebt hat, eben das auch, dass wir uns nur auf uns beide auch konzentrieren können. Also wir leben eine richtige Partnerschaft und wir leben nicht eine Familie in dem Sinne wie Mutter, Vater, Kind oder Kinder. Dadurch, dass die Kinder bei uns nicht mehr jeden Tag präsent sind, ja, können wir unseren eigenen Wünschen und Bedürfnissen nachgehen. Und das ist eine ganz tolle Erfahrung. Also, weil ich kann ja, also der für Sascha war es, also der konnte sich da schon eher drauf einstellen als ich. Also der ist ja jetzt von seiner Frau schon länger getrennt. Und zwar sind das jetzt 5 Jahre ungefähr. Und bevor Sascha und ich zusammengekommen sind, hat er ja auch über ein Jahr schon alleine gelebt. Und hat seine Kinder nicht mehr so oft gesehen. Und er hat am Anfang sehr darunter gelitten, dass er nicht jeden Tag seine Kinder um sich hatte. Also das weiß ich, das hat er mir erzählt. Und es gibt immer wieder natürlich auch Situationen, die krass für ihn sind. So Sachen, die er nicht miterleben kann, ja. Da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber das ist halt so. Keine Ahnung, zum Beispiel den Führerschein zu machen oder zu irgendwelchen Untersuchungen dabei zu sein und Dinge, die halt eben gewesen sind, wo er gerne dabei gewesen wäre, wo er gerne eine Info gehabt hätte oder sonstiges, das ist schon sehr schwierig für ihn gewesen. Aber er hat sich damit arrangieren können. Halt, wie gesagt, schon ein bisschen eher, als ich das jetzt konnte. Aber dafür hatte er dann auf jeden Fall Verständnis für mich in meiner Zeit, in der ich dann gelitten habe, weil er halt wusste, wie das ist. Und ja, das hat ganz gut getan, weil man irgendwie nicht so ganz damit alleine war. Und genau. Jetzt ist es halt so, dass wir ganz viel Zweisamkeit haben. Ja, ich selber bin ja schon seit dem 18. Leben, also ich mit 18 bin ich ja schwanger geworden, mit 19 ist Kevin geboren worden und seitdem war ich halt nicht mehr alleine, seitdem war ich Mutter. Ich war also immer nur Kind, konnte nie machen, was ich wollte. Ja, weil ich halt Kind war und dann bin ich Mutter geworden und dann konnte ich auch nicht mehr machen, was ich wollte, weil ich halt eben ein Kind hatte. Das ist auch nicht schlimm, das war meine Entscheidung, dass alles so gekommen ist, aber ich sehe jetzt einfach, dass ich jetzt machen kann, was ich will. Und so sehr ich auch darunter gelitten habe, habe ich mir irgendwann gesagt, boah, Yvonne, du machst dir so viele Gedanken darüber und bist so traurig und leidest hier vor dich hin, sieh doch einfach das Positive. Dann sollte es jetzt einfach so sein, wie es gekommen ist. Das war nicht deine Entscheidung, das war die Entscheidung der Kinder oder wie auch immer. Und jetzt kannst du machen, was du willst. Ja, du musst jetzt nicht erst noch, weiß ich nicht, wie viele Jahre warten, sondern du kannst jetzt machen, was du willst. Und wir genießen einfach unsere Zweisamkeit als Paar, die man hat. Also wir sind nicht, wie gesagt, nicht Mutter, Vater, Kind oder Kinder. Wir sind jetzt halt Yvonne und Sascha. Und das ist ganz
schön, das erleben zu können, und das versuche ich einfach zu genießen. Auch wenn natürlich immer mal wieder auch Traurigkeit hochkommt, aber im Allgemeinen eher sehe ich es mittlerweile po positiv. Es ist nicht einfach loszulassen, aber es ist auf jeden Fall möglich. Und sollte auch so sein, denke ich, dass es für alle Beteiligten dann eine schöne Sache ist. Ja, ist ja auch kacke, wenn die Nena jedes Mal nach Hause kommt und ich sitze dann da traurig oder ja, wie auch immer. Ja, es ist tatsächlich so. Es geht alles schon eher seinen Weg, als man sich das gedacht hat, denn alles kommt anders, als man denkt. Deswegen kann man auch nicht irgendwie großartig weit vorausplanen, weil es kommt sowieso anders, als man denkt. Ja, also, im Endeffekt geht es uns beiden mittlerweile gut damit. Das ist alles völlig in Ordnung und wir machen das Beste daraus, in jederlei Hinsicht. In der Hinsicht, wenn die Kinder bei uns sind, und in der Hinsicht, wenn wir alleine sind. Und es ist total schön, auch eigenen Bedürfnissen endlich nachgehen zu können, was man halt vorher nicht so machen konnte. Stundenlanges Herumbasteln oder sich mit Freundinnen verabreden oder wie auch immer. Also die meiste Zeit bin ich eigentlich immer zu Hause gewesen, weil ich gedacht habe, nee, da kannst du nicht weg und da nicht, weil dann und dann kommt die Nena nach Hause, dann musst du zu Hause sein, wenn sie von der Schule wieder zurück ist, weil ich einfach immer präsent und immer da sein wollte, wenn die Kinder nach Hause kamen, auch wenn die schon groß waren, aber trotzdem wollte ich einfach da sein und ja, jetzt muss ich das halt nicht mehr. Ne, also Lenny kommt manchmal gar nicht mit von der Schule nach Hause, weil er dann direkt mit zu seiner Freundin geht oder so. Und ja, ach, da bleibe ich doch jetzt nicht mehr zu Hause sitzen und warte dann hier. Und genau, sondern ich kann auch meinen Bedürfnissen nachgehen. Und das finde ich ist einfach eine super schöne Sache. Dann hatte ich noch eine Frage. Und zwar ging es darum, was ist deine Meinung zu Narzissmus? Kennst du solche Menschen? Also, ich weiß nicht, ob ich da direkt meine Meinung zu habe. Es ist also, Narzissmus ist halt eine Krankheit. Und ja, ich kenne solche Menschen und mir begegnen immer wieder solche Menschen tatsächlich. Ich habe auf jeden Fall zwei Beziehungen gehabt. Also mein Ex-Freund ist ein Narzisst gewesen und vor einigen Jahren war ich auch mal ganz kurz noch mal mit jemandem zusammen, der auch ein Narzisst war. Und das ist sehr, sehr anstrengend, mit so einem Menschen zusammen zu sein, denn die haben ja irgendwo eine Persönlichkeitsstörung, eine Wahrnehmungsstörung und sehen die Dinge, also sind ihre Wahrheit oder das, was sie halt sehen. Das ist so krass, was quasi, jeder hat ja sowieso seine eigene Wahrheit, aber man hat das Gefühl, dass das nicht der Realität entspricht. Also die drehen sich irgendwie alles so zurecht, wie sie es haben wollen, sind aber völlig auch davon überzeugt und nähren sich davon, andere Menschen halt niederzumachen und runterzudrücken. Und gerade in der Partnerschaft ist das, ja, ganz häufig so. Ich habe in meiner letzten Beziehung das nicht gemerkt. Ich habe es erst geschnallt, als ich mit demjenigen auseinander war und eine Zeit lang später, weil da kamen noch mal Sachen ans Licht. Boah, also mega krass. Ja, möchte ich eigentlich auch nicht weiter drüber nachdenken. Ich bin so, so froh, dass diese ganze Zeit vorbei ist und man belügt sich oftmals selber. Ich habe viel darüber gelesen und ein Spruch, der ist mir ja einfach im Gehirn hängen geblieben. Das ist, und den gebe ich auch immer weiter, wenn ich Menschen treffe, die irgendwie in so einer Situation stecken. Denn, also wie gesagt, Narzissmus ist eine Krankheit. Diese Krankheit ist nicht heilbar, weil diese Menschen einfach nicht die Einsicht ja haben, narzisstisch zu sein. Jeder Mensch hat irgendwo Narzissmus in sich und eine narzisstische Seite und das ist auch völlig normal. Aber wie gesagt, dieser krankhafte Narzissmus, der, also was man dann als Krankheit eben bezeichnet, das ist schon halt ganz schön krass. Und ich habe ein Buch von einem Mann gelesen. Ich weiß aber nicht mehr, wie das Buch heißt. Und zwar ist er selber Profiler gewesen und hat also ganz viel Erfahrung mit solchen Menschen gemacht und hat da mal ein Buch halt drüber geschrieben. Und er schreibt in einem Satz: Wenn du einem Narzissten begegnest, nimm deine Beine in die Hand und lauf. Denn es gibt einfach keine Chance.
Man selber hat ganz oft das Gefühl oder die Hoffnung, dass der Mensch sich ändern könnte und dass wieder alles gut wird. Und diese Menschen haben auch eine ganz liebe und tolle Seite an sich, aber die können von jetzt auf gleich einfach umspringen. Und es ist einfach so, dass dieser Mensch sich selber am nächsten ist und die gehen über Leichen. Und die sehen das für sich auch so, dass das völlig in Ordnung ist und sehen sich selber immer, immer als Opfer. Und du bist immer derjenige, der an allem schuld ist, an allem. Und ja. Also ich habe oftmals solche Dinge erlebt, wie dass man mir Sachen vor den Kopf geknallt hat, wo ich gedacht habe, boah, wie krass ist das jetzt? Du redest gerade von dir selber, dass du das nicht merkst. Also man weiß im Kopf ganz genau Bescheid, dass derjenige also wirklich irgendwie da, dass da was nicht stimmt. Aber trotzdem fühlt man sich immer schuldig und denkt immer darüber nach, vielleicht hat derjenige ja recht, vielleicht ist es ja doch meine Schuld gewesen und ich muss mich ändern, ich muss was ändern und dann wird wieder alles gut. Diese Gedanken habe ich auch ganz oft gehabt und ja, was soll ich dazu sagen? Ich sehe es genauso. Seitdem ich einfach mich damit intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, begegne ich immer wieder Menschen, also nicht unbedingt auch, die jetzt zu mir gehören, aber auch Frauen oder Freundinnen, die mit so einem Menschen zusammen waren oder sind und wo ich immer wieder denke, boah, wie krass, der hat voll. Also es ist halt so, kennst du einen, kennst du alle. Es ist tatsächlich so, dass man da Dinge aufzählen kann, die ganz typisch narzisstisch sind. Und ich bin einfach erschrocken darüber, wie viele Narzissten rumlaufen. Ja, es ist erschreckend. Es ist tatsächlich erschreckend und die sind auch nicht auf Anhieb erkennbar, sondern die können, das sind sehr gute Schauspieler und die können halt sehr gut, ja, sich verkaufen. Ja, so kann man das sagen. Ich weiß nicht mehr, was ich noch zu dem Thema sagen soll, denn das könnte, glaube ich, ein sehr, sehr langes Thema werden. Und ich bin davon überzeugt, all jenen, die dieses Video sehen, dass jeder Zweite, mindestens jeder Zweite, auch einem Narzissten schon mal in seinem Leben begegnet ist. Also ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Schreibt einfach nur hier, ich, ne, dann weiß ich Bescheid. Also ich denke, ja, es hat mich auf jeden Fall sehr, sehr viel gelehrt. Das kann ich sagen. Und ich weiß, immer wenn ich so einem Menschen begegnet bin, mir persönlich, ist das dann passiert, wenn es mir psychisch sehr, sehr schlecht ging. Also normalerweise, weil ich sag mal, also jetzt heute zum Beispiel, wo es mir psychisch, also mental gut geht, ist mein Gedanke einfach, wie konntest du nur darauf reinfallen? Das ist so offensichtlich. Und ich bin davon überzeugt, wäre es mir gut gegangen, wäre mir das nicht passiert. Ich hätte mich auf so einen Menschen nicht eingelassen. Und ja, man sucht sich ja irgendwie seine Menschen, seine Partner oder wie auch immer aus. Und solche Menschen suchen auch dich ganz genau aus und spüren da irgendwie, dass das machbar ist, was sie da halt machen wollen. Es ist denen ja nicht wirklich so bewusst, obwohl sie schon sehr bewusst handeln. Und auch sehr bewusst einen nieder und runter machen. Sie brauchen das einfach, um sich selber gut zu fühlen. Und ja. Aber wie gesagt, es sind bestimmt einige unter euch, die auch diese Erfahrung gemacht haben und die das kennen. Mich hat es sehr viel gelehrt, wie auch immer. Und ich bin daran sehr gewachsen und stark geworden. Aber auch einfach mega, mega froh, dass das Geschichten sind, die ich hinter mir gelassen habe. Ja, mehr will ich dazu nicht sagen. Aber als nächstes kommt dann ein Minimalismus-Video. Ein Update wolltet ihr haben. Genau, ich wünsche euch was und vielleicht sehen wir uns ja beim Minimalismus-Video dann wieder. Bis dahin, tschüss.